Begonnen hat unser Vespa-Abenteuer in der durch seinen schiefen Turm bekannten Stadt Pisa. Gegen Mittag angekommen, haben wir kurzerhand eingecheckt und unser Auto auf einem bewachten Parkplatz neben dem Hotel abgestellt. Von dort aus ging es dann direkt weiter Richtung Vespa-Verleih. Willkommen in Pisa! Was wäre deine Wunschfarbe? Rot. Und deine? Grün. Grün? Rot-grün. Jetzt brauchen wir noch weiß, dann haben wir Italienfarben. Nach der Abholung gab es in dem Hotel ein kurzes Briefing von unseren Guides für die bevorstehenden Tage und außerdem gab es für alle Teilnehmenden noch diese Goodiebag. Zusammensteckpuzzle. Dann habt ihr eine Trinkflasche mit dem Logo des Vespa-Trips und ihr habt die ganzen Routen mit Informationen hinten drauf. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und Mario und ich haben noch ein GPS-Gerät von TomTom dazu gebucht. Und da sind auch alle Routen drauf verzeichnet. Das heißt, man muss eigentlich nur jeden Tag dann halt auf die nächste Route klicken und dann geht das Ding schon los und wir können losfahren. Noch bevor die ersten Kilometer auf den Vespas zurückgelegt werden, haben wir unsere Taschen beim Gepäckvan abgegeben. Dieser transportiert nämlich das Gepäck täglich zum Hotel im Zielort. Gut gestärkt machten wir uns auf dem Weg zum Sammelpunkt in der Nähe des schiefen Turms, denn wir haben uns dafür entschieden, die erste Etappe gemeinsam mit der Gruppe zu starten. Das hat auf jeden Fall gerade schon mal unglaublich viel Spaß gemacht. Das Allerlustigste oder Coolste ist aber eigentlich, dass wenn man mit so einer Gruppe Vespas unterwegs ist, die Italiener selbst das total feiern. Und die kriegen die ganze Zeit angefeuerte Hupen und so, cool, cool, cool und so. Macht richtig Spaß. Ja, jetzt sind wir beim Geburtsort der Vespa. Und da ist ein Vespa-Museum und da spazieren wir jetzt mal rein. Da wir ein Navi dazu gebucht hatten, konnten wir anschließend auf eigene Faust weiterfahren und hier wurde es zunehmend ländlicher. Schaut mal, wo wir gelandet sind. Das sieht so cool aus. Also diese Zypressen, die haben schon was. Auf geht's an vielen weiteren Zypressen vorbei, hin nach San Gimignano, wo wir die Gruppe des Vespa-Trips wieder getroffen haben. Das Städtchen ist eine unglaublich schöne italienische Hügelstadt und ein Besuch ist absolut zu empfehlen. Und für uns gab es auch einen leckeren Cappuccino. Über wunderschöne Straßen durch enge, niedliche und auch verwinkelte Gassen fuhren wir zu unserem Etappenziel nach Siena. Die Roller geparkt und willkommen im Hotel Italien. Wir schlenderten durch die Gassen von Siena und siehe da. Ich glaube, da hat sich heute auch jemand ein bisschen verbrannt. Trotz Eincreme. Nicht gut. Man muss dazu aber auch sagen, dass man bei dem Fahrtwind das einfach absolut unterschätzt, ne? Weil einem ist die ganze Zeit schön frisch und dabei fährt man ja stundenlang durch die pralle Sonne. Auch ich habe mir den Nacken ein bisschen was zugezogen. Ja, so ist das wohl. Auch zu einem Restaurant. Dort haben wir uns mit ein paar Leuten des Vespa-Trips verabredet und es gab für uns die allerleckersten Gnocchis und schöne Gespräche. Guten Morgen, liebe Leute. Ja, ganz gut geschlafen. Bringen wir schnell hier unser Gepäck vorne in den Van, der steht schon bereit. Und dann geht's heute nach Florenz. 96 Kilometer, ein paar weniger als gestern. Hoffe, man versteht das.
soll aber an sehr schönen Weinregionen und Co. vorbeigehen. Bin gespannt. Auf geht's. Wir fuhren an zahlreichen Weinfeldern entlang und auch die Zypressen zeigten sich immer wieder. Das ist doch das Ebenbild der Toskana, oder? Der Cappuccino ist einfach an jeder Ecke in Italien ein Gaumenschmaus. Und dann meldeten sich unsere Vespas. Wer viel fährt, muss natürlich auch ab und zu mal tanken. Meine ist schon komplett leer, Anna hat irgendwie noch einen Dritteltank. Und dann meldete sich der Magen und wir haben eine Pause in Greve in Chianti eingelegt. Ja, heute Mittagspause bei hier so einem italienischen Metzger. Der wurde in der Travel Base App, also eine App quasi vom Vespa-Trip, empfohlen. Da gibt es jeden Tag, kann man für mittags und abends immer gucken, was man so für Programmpunkte machen kann, was es für Restaurants gibt und alles Mögliche. Ja, sieht auf jeden Fall sehr fein aus, lass uns das ja schmecken. Italienischer Nachtisch und weiter geht's nach Florenz. Blick über Florenz. Herzlich willkommen in Florenz. Ja, wir sind gelandet im Hotelzimmer und sind sehr erleichtert. Denn die Hinfahrt war sehr, sehr wild. Es war super voll hier in den Straßen. Jeder überholt jeden. Wir waren teilweise zu fünft auf einer Straßenspur. Es gab viel Gehupe. Ja, und es ist einfach echt wild, wie hier alle fahren kreuz und quer. Deswegen sind wir schweißgeballt hier angekommen. Sehr erleichtert, dass wir die letzten Meter hier noch geschafft haben, weil das ist für uns definitiv nicht ohne gewesen. Wir sind nämlich komplett alleine gefahren, ohne die Gruppe und haben das aber trotzdem zusammen gemeistert. Ja, und jetzt machen wir genau. Wir haben uns dann entschieden, noch eine große Runde zusammen auf einer Vespa durch Florenz zu drehen. Das macht auch einfach unglaublich Spaß. Während dieser Etappe machten wir einen Halt im Örtchen Vinci, wo auch Leonardo da Vinci geboren wurde. Fest? Ach, Fest kommt ab, oder? Mein Spiegel ist abgegangen, beziehungsweise lose. Deswegen immer ein Multitool dabei haben. Für man weiß nie was. Dankeschön. Rechnung kommt. Mario. Ah, das ist so heiß heute, ey. Also gaben wir Gas, denn im Hotel wartete eine schöne Abkühlung auf uns. Das Gute ist, man muss bei dem Hotel immer nur den Namen sagen und dass man vom Vespa-Trip kommt. Und dann kann man direkt einchecken. Wir haben unser Zimmer schon, also gucken wir uns das jetzt mal an. Und gehen mal in unser Zimmer. Oha! Ja, ganz cute eigentlich. Wir können auch einen dritten mit reinnehmen. Richtig tolle Erfrischung hatten wir gerade in diesem Pool. Hat super viel Spaß gemacht, vor allem aber auch deshalb, weil fast alle Teilnehmer des Vespa-Trips da eben direkt hochgeströmt sind und sich diese Abkühlung geholt haben. Es war auch so heiß. Ja, es war super heiß und dann hat sich da jeder mit einem kühlen Bierchen ab im Pool, jeder hat sich immer mit jedem unterhalten, wer wie was ihr schon erlebt habt, was fandet ihr bis jetzt am coolsten und so. Das hat bis jetzt einfach gerade richtig Spaß gemacht, war eine richtig, richtig coole Zeit da. Deswegen haben wir jetzt auch nicht groß da gefilmt, weil einfach alles voll und da muss man natürlich jetzt nicht die ganze Zeit die Kamera oder die Teilnehmer draufhalten. Ja, jetzt gerade wissen wir noch nicht genau, wie es weitergeht, denn das Wetter sah gerade ein bisschen nach Gewitter aus. Jetzt sieht schon wieder ein bisschen Wetter aus. Ich glaube, wir gucken noch mal kurz und überlegen dann, wo es hingeht. Ob wir noch bis nach Lucca in das Städtchen reinfahren oder ob wir hier einfach bleiben. Aber ihr seht das jetzt einfach, für was wir uns entschieden haben.
Das Wetter war dann doch auf unserer Seite, weshalb wir noch zu zweit auf einem Roller in die Altstadt von Lucca fuhren. Und Lucca bei Nacht ist absolut zu empfehlen. Es gibt einfach jeden Abend das Gleiche. Aber es schmeckt auch jeden Abend verdammt Bier, Aperol und Pizza. Jawohl. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute steht schon leider die letzte Etappe des Vespa-Trips an. Wir haben heute die Möglichkeit, zwischen zwei Routen zu wählen. Ich zeige es euch hier mal. Die sind beide unterschiedlich lang und die eine Route, die führt direkt ans Meer, an Pisa entlang. Die ist die kürzere Route, 45 Kilometer. Und dann gibt es die zweite Route, die ist 114 Kilometer lang und hat nochmal so ein paar Besonderheiten, so eine Teufelsbrücke und auch so ein kleiner Abstecher an eine versteckte Badestelle. Wir werden die lange wählen und dann nehmen wir euch mit. Die sogenannte Teufelsbrücke hat eine besondere Bogenkonstruktion und steht auch nach 1000 Jahren noch. Zusammen mit der Gruppe haben wir einen kleinen Einkaufsstopp gemacht, bevor es bergauf nach Monte Ficatesi geht. Heute sind es 35 Grad. Die kleine versteckte Badestelle können wir nur empfehlen und war so unglaublich wohltuend bei diesem heißen Wetter. Und danach heißt es auf nach Pisa. Wir sind gerade in Pisa angekommen und haben unsere Vespas abgegeben und ja, der Roadtrip, der kleine, ist jetzt vorbei. Es hat super viel Spaß gemacht die ganze Woche. Wir sind schon ein bisschen wehmütig, dass wir unsere Vespas gerade abgeben mussten. Wir brauchen unbedingt eine. Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt echt eine eigene danach. Wobei gerade die letzten Meter auch wirklich der reinste Föhn war. Es war sowas von heiß über dem Asphalt. Da würde man am liebsten gleich nochmal in den Fluss springen, wo wir gerade eben oder vorhin erst waren. Wir würden die Reise aber so oder so auf jeden Fall gerne wieder machen. Vielleicht beim nächsten Mal die alternative Route an der Amalfiküste, denn man kann nicht nur das Ganze in der Toskana machen, sondern auch an der Amalfiküste. Das Ganze verlinke ich euch aber einfach mal mit allen weiteren Infos direkt in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. Siehst du, da fahren sie schon gleich. Da kommt mir der nächste Roller durchgebrummt. Und wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, haut sie einfach direkt in die Kommentare. Wir versuchen die immer schnellstmöglich und regelmäßig für euch zu beantworten. Wir hoffen, wir haben euch den Vespa-Trip ein bisschen näher bringen können und freuen uns natürlich über ein Abonnement oder falls ihr den Daumen noch nicht nach oben gesetzt habt, würden wir uns natürlich auch sehr darüber freuen. Und würde ich sagen, wir beenden das Video. Ja, wir haben jetzt noch einen schönen Abend in Pisa und euch sehen wir im nächsten Video, würde ich sagen. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.